in sieben Ranken, die tiefschwarze Nacht. Was ist wahr, wo droht Gefahr und wer gibt auf mich Acht? Eine ungewisse Reise, Wettlauf mit der Zeit. Rätsel lösen, still und leise, wir sind jetzt bereit. Super Felix hat einen Plan. Na, da bin ich aber mal gespannt. Ha! Wir stehen wieder ganz am Anfang, Corvus. Rosis dämlicher Sohn hat das Pergament verbrannt. Wir müssen das geheime Zimmer finden. Und wir werden es finden. Wir wollten Blumen auf das Grab meiner Oma legen. Dürfen wir? Diese Witzbeute waren so schlau und haben eine Kopie davon gemacht. Rudemeer? Wie ist die Lage, Viktor Emanuel Rudemeer? Ich bin krank. Soll ich Medizin verweilen? Haben Sie das geheime Zimmer schon gefunden? Wieder. Ich liege im Bett. Hohes Fieber. Es ist wirklich ernst. Grippe. Es hat mich voll erwischt. Aber Viktor. Ich kann mich kaum auf den Beinen halten. Ich brauche einfach mehr Zeit. An Ihrer Stelle würde ich lieber schnell wieder gesund werden. Danke. Und schicken Sie mir bloß keine Genesungskarte. Super Felix und seine super Scherze. Dann hättest du eben besser mitmachen müssen. Ach, und dann hätte er es geglaubt? Niemals. Dann kommen wir eben im Dunkeln noch mal wieder. Das ist die erste gute Idee von dir. Warte! Was? Was würde Power Paul in so einer Situation machen? Was für ein Paul? Power Paul! Nie gehört. Power Paul! Power Paul! Und ich dachte immer, du willst Super Felix sein. Ja, auch, aber Power Paul ist fast noch viel stärker. Sein Begleiter ist entsprechendes Stinktier. Und er hat einen Tarnanzug. Ist extrem, extrem gelenkig. Kommt überall rein. Mit Power eben. Sehr, sehr schön. Und was würde Power Paul jetzt machen? Von der Rückseite aus über den Zaun klettern. Wow. Ich bin ja so beeindruckt, was Power Paul alles drauf hat. Ja. Was will die denn schon wieder? Du glaubst doch wohl nicht wirklich, dass du im Garten arbeiten kannst, wo du todkrank bist. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ist das zu viel verlangt? Austrinken. Ich bin nicht krank. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Benny macht das schon. Los, austrinken! Na ja, gut, dann fangen Sie mal an. Okay,
Was ist Ihr Sternzeichen? Also, ich bin ein Steinbock. Welche CD haben Sie zuletzt gehört? Ich höre am liebsten die Walküre von Richard Wagner. Oh, wundervoll. Ich will unbedingt mal zu den Festspielen nach Bayreuth. Ich auch. Und welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Na ja, also Werner Heisenberg, Physikalische Prinzipien der Quantentheorie, das finden Sie bestimmt langweilig. Im Gegenteil. Nur die Schlussfolgerung im letzten Kapitel fand ich etwas enttäuschend. Das ist ja genau meine Meinung. Und haben Sie Kinder? Ja, ein Sohn. Und sieht er gut aus? Und sagt, dass er mir sehr ähnlich sieht. Wenn Sie eine Reise in die Vergangenheit machen könnten, sagen wir in Ihre eigene Schulzeit, was würden Sie dann verändern? Was für eine originelle Frage. Ja, dann hätte ich Annemarie Hagemeyer gesagt, wie unsterblich verliebt ich in sie war. Also damals habe ich mich das natürlich nicht getraut. Ich war viel zu schüchtern. Sie war wirklich das schönste Mädchen der Klasse. Der ganzen Schule. Ja. Los! Komm jetzt auch! Los! Und ich dachte, du wärst ein Superheld. Bin ich auch? Ja, sieht aber gar nicht so aus. Los! Ja. Komm! Tada! Mein Superheld, etwa Kopfschmerzen? Ich versuche, mich in Power Paul reinzuversetzen. Das ist ja richtig beruhigend. Känguru-Technik. Rosi, ich bin nicht krank. Still. Ich möchte gar nicht... Still. 5 Minuten im Mund lassen, bin gleich wieder da. Hat diese Frau nichts Besseres zu tun? Rodemeer. Spreche ich mit Viktor Emanuel Rodemeer? Rodemeer? Hören Sie doch auf, Sie schlechter Schauspieler. Wie bitte? Ich liege fast im Sterben. Wenn Sie im Sterben liegen, dann haben Sie wohl im Garten gerade Ihr eigenes Grab geschaufelt, oder was? Also ich... Ja? Ich... Ich bin ganz Ohr. Wir müssen reden, sofort. Kommen Sie ins Antiquariat in der Lindenallee 13. Erkältungskrankenschwester kommt. Hier, ein traditioneller Teerezept von meiner Oma. Viktor! Was ist Ihr Lieblingsessen? Also ich liebe Rosenkohl. Yam, yam. Haben Sie eigentlich eine Freundin? Also, das ist doch eine ziemlich private Frage. Oh, okay, ich glaube, wir haben auch so alles, was wir brauchen. Jetzt nur noch ein Foto. Ja, also es war mir ein wahres Vergnügen. Ich fühle mich geehrt, die erste Ausgabe zu zieren. Das ist eine tolle Initiative, so eine Schülerzeitung. Haben Sie eigentlich schon einen Namen? Darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Natürlich. Also, wie wär's mit... Hermes News, inspiriert durch den Götterboten. Hermes, der Schutzgott des Verkehrs, der Reisenden, der Kaufleute, der Hirten und der Überbringer der Götternachrichten. Also, Sie kennen sich wirklich gut aus. Ich finde dieses Projekt sehr, sehr gut. Sie beide sind ein Vorbild für diese Schule. Vielen Dank. Wäre es nicht schön, wenn wir der Dame von der Schulaufsicht das erste Exemplar anbieten? Fein! Frische Graberde auf 12 Uhr. Sag mal, Känguru-Technik, was ist das eigentlich? Achtung. Jetzt! Oh mein Gott. Das soll
sollen die tollen Techniken von Powerpoint sein? Ja, super, oder? Okay, wenn ich das Zeichen gebe, nehmen wir uns beide eine Handvoll Erde. Okay, welches Zeichen? Mit der Kraft von Power Paul. Los. Ups. Was würde Power Paul jetzt machen? Wenn so schnell er kann. Hallo? 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 Sie wollen also schlauer sein als ich, Viktor Emanuel Rudemir. Wunderschön aus. Danke.